Hallo und herzlich willkommen bei Silent Hill. Ich mache heute die Ansage und wir sind in der bösen Welt. Nach der langweiligen letzten Folge, sage ich mal, kommt heute wieder ein bisschen Spannung rein. Hoffe ich zumindest. Das ist langweilig, es war halt hohe Philosophie. Aber auch Hallo von mir. Aber wirklich ganz hohe Kunst, ne? Ja. Hallo auch von mir. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt aufgeklärt wurde über die Drogenprobleme von Silent Hill. Ja. Das, was also aussieht hier, ganzen fettigen Leute. Das sind ganz normale Menschen eigentlich gewesen, diese Affendinger da. Die sind Klar, einfach die nur voll hier auch. drauf. Die hier auch. Die haben einfach zu viel Meth genommen. Ja. Wir sollten vielleicht so eine Crowdfunding-Dingens starten, Kampagne. Kann das sein, dass wir das Spiel gerade nicht mehr so ernst nehmen, wie wir sollten? Das ist allein dem Spiel geschuldet. Selber schuld. Naja, hast du schon gespeichert eigentlich? Ich habe schon gespeichert, ja, in der letzten Folge. Wow, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Da habe ich wohl nicht hingeguckt. Gut. Wir machen weiter. Ja. Oh. Wir sind ja wieder in der Parallelwelt gelandet, was offensichtlich eine ist. Aber sehen wir auf der Karte, wo wir sind? Ich würde sagen, im Ach, ja. Ach, Antiquitätenladen. immer noch da. Okay. Gucken wir mal, was hier noch so Kommt. vonstatten geht. Zu gucken gibt. Wir Gut, haben jetzt jetzt haben übrigens auch auf Vollbild gestellt. Falls einem der Unterschied auffällt. Ich weiß es nicht. Ja, Ach. so groß ist der Unterschied auch nicht. Ach, guck an, jetzt ist die Treppe vom Antiquitätenladen, oder? Ja, da sind wir eben reingegangen, ne? Oh, juhu. Lauf. Was ist denn hier? Was, draußen hatten wir das noch nie, ne? Glaube nicht. Das finde ich wiederum. Affenmensch, Affenmensch. Schieß ihn mal an. Er springt einfach weg. Wo ist er? Ach, Affenmensch. Boah, ist aber flott, ne? Naja, verwirrt dich schon, ne? Ne! Oh shit. Ich glaube, der sollte dich nicht angreifen. Tritt Tritt ihn. mir, tritt mir. Okay, vielleicht. Weiß ich, wie sieht der die Heilung gerade aus? Also, wie hat das gezogen? Das sollten wir mal einschätzen. Oh, Oh, ist okay. Und so dafür, was dass uns der Neues. ganzen Brustkorb aufgerissen hat, ist das echt noch okay. Oh, da kommt der nächste. Ich glaube, zwei Angriffe können wir problemlos aushalten, oder? Ja. Ja, sind So, ja immer noch grün. wo müssen wir jetzt hin zum See? Ja, das Na dann viel Spaß. suchen wir den See von Silent Hill. Kannst du denn da hinten weitergehen, wo es eben nicht weiterging? Am Antiquitenshop? Also wenn du Ist er jetzt weiter nicht? links Ist er jetzt gehst. direkt hier, oder nicht? Ja, jetzt hier weiter links, links. So, ist das einfach nur. Ne, hier geht Hier nicht ist so viel. Ende. Ja. Ende Wo offen. Wo ist denn See? Welche Straße war das denn? Was hat sie denn gesagt? Backman Street. Ich hab da gar nicht zugehört. Haben wir es eingetragen irgendwo? Nein. Kannst du auf die andere Karte schon gucken? Oder Welche müssen wir andere erst Karte? rüber? Also die. Weißt du, was ich meine? Nee, Zu einem ich anderen kann gerade Stadtteil. nichts Ja. machen. Du kannst das nicht machen? Nee. Okay, also müssen wir rüber laufen. Ja, wir Ja. laufen erstmal. So. Scheiß doch auf die. Guck mal, drei Schuss geht aber auch, ne? Ja. Das ist eher das Problem, dass man die nicht trifft, ne? Meistens. Ich glaube, das ist ein, weiß ich nicht, unendliches Unterfangen, die alle zu Nennt man töten. das nochmal Ödipus-Aufgabe? Sisyphus. Sisybus? Sisyphus. Succubus? Oh. Willst aber jetzt kämpfen, ne? Ist aber Blut geleckt. Ich glaube, jetzt kannst du aber mal ein Tonikum einschmeißen. Oh, ja. Habe aber die falsche Taste gedrückt. Augenblick. Dann auch noch. Ja. Ja, haben wir ja ein bisschen was davon. Ja. Jetzt aber nicht nachlässig werden, ne? Wir haben gut gespart. Das stimmt. Sonst lauf doch einfach. Oh. Hä? Was? Hä? Was war das denn? Kam er denn her? Das sah aus wie so eine Videosequenz. Ja, deswegen habe ich auch erstmal nichts mehr gemacht. Aber hier geht auch nicht so viel. Okay, das ist jetzt stressig. Ja, wie jetzt? Silent Hill verarscht, ja? Dann geht's auch nicht mehr her? Ich glaub nicht. Wir können ja jede einzelne Tür testen. Okay. Wenn das nur ein Hund ist, kannst du den natürlich eben kaputt machen, damit wir in Ruhe gucken können, ne? Ja, das sind aber zwei. Echt? Da Ja. war so eine Gasse. Wie kannst du da rein? Wo? Und jetzt gleich da Ja, rechts. genau. Na, halt mal. Toll, jetzt bist du Oh. ja gefangen. War ganz schlau von dir.
Schulen. Oh. Du bist auch da reingerannt. Sollte man noch mal eben eins nehmen. Es geht aber jetzt flott, wa? Ja. Oh, no. Oh. Ja, die Hunde machen schon. So, gut Schaden. Mach ne weg. So, und den anderen auch wegmachen. Der ist schon tot. Ja, sonst wird's doch machen. Aber der hast du doch gar nicht getreten. Ja, da hat er einfach ein paar Kugeln mehr reingeballert. Ach so, ja. Kannst du die Rohre hochklettern? Also, ich würde es versuchen. Hab ich schon. Geht nicht. Also in echt würde ich es versuchen. Ach so. Tja. Was sagt, das sagt die Karte jetzt? Haben wir das Augenkreuz hingemacht? Vermutlich. Ja. Oh, das ist ja super. Können wir nicht das Silent Hill Town Center? Naja, das wird eine sehr spaßige Angelegenheit, glaube ich. Ich glaube auch. Bin gerade völlig aufgeschmissen. Hm. Ist das Town Center? Ja, ist zu. Wir sind zu spät, ist schon dunkel. Ja. Deswegen war auch diese Ansicht da. Dann ist da auch der Hund rausgekommen, oder was? Oder wie? Oder wo? Was? Weiß nicht, wenn die da Hunde verkauft haben im Town Center? Kann ja sein. Dann bestimmt. Das ist so eine Tierhandlung mit Welpen, ne? Ja. So richtig so, oh. So. Ja, und jetzt viel Spaß. Let's go to the mall. Today. Ping, ping. Zum Glück ist er sehr dezent mit seinen Absatzschuhen, die auf dem Gitter ungefähr. Ist ein Leinwand da? Ein Riesenfernseher? Ja. Nimm mit. Da läuft das Musikvideo zu Let's Go to the Mall. Oh, was hast du denn jetzt gedrückt? Tja. Ego-Perspektive. Ego-Perspektive. So, ich guck erstmal, was hier so geht, aber wie zu erwarten war, nichts. Also musst du hoch? Ja, voll gerne. Wenn ich mich in Gefahr sehe, gehe ich grundsätzlich. Ja. Holy moly. Hui. Illuminaten. Wo soll er sein? Das ist unsere Tochter? Hat die aufgeschaltete Folie im Gesicht? Oh shit. Okay, wir wissen, was zu tun ist. Oh, was ist das denn? Karte? Nee. Boah, war verwirrend. Sollen wir jetzt alles aufmalen oder was? Schnell! Oh. Eieiei. Wird's aber schnell. Früher habe ich das immer die weißen Ameisenkämpfe gegen die schwarzen Ameisen genannt. Ja. Aber irgendwann hat auch eins gewonnen, wenn man da ganz, ganz, ganz lange drauf geguckt hat. Ja, einfach Bildschirm einfach schwarz. Oh nein. Wo? Was? Was vor allen Dingen stimmt. Ja. Was ist viel wichtiger? Blöd ist, wenn man keine Karte davon hat und einfach nicht weiß, wo man hin muss. Vielleicht ist hinter der Säule irgendwas. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Na. Schade. Karte, ein Schlüssel zu allem. Hier ist lauter. Da. Was ist da? Ei. Toll, wir haben die andere Seite gar nicht überprüft. Ei. Das hörte sich nicht so gesund an. Das ist schon wieder toll gemacht, ja. Oi! Ja, hervorragend. Die Human Centipede oder was? Zeit für die Shotgun, oder? So richtig human sieht der nicht aus, aber. Die Shotgun würde ich schon nehmen jetzt, oder? Ist das also eine Art Endboss oder was soll das sein? Ich glaube, es soll sowas sein, ja. Passen da noch 4 Schuss rein oder kannst du die noch nachladen hier eben? Ich glaube 6. Ja. Ja. Ah ja, guck, fast bis zu 6. Ja, gut. Personen, Patronen. Ja, mal schauen, was das Vieh so kann. Ich bin gespannt, was passiert. Schmeißen Molly. Leuchtpistole. Oh. Ich renne einfach erstmal hektisch durch die Gegend. Da sind überall so Löcher, ne? Oh! Das könnte stressig werden. Ja, aber was ich mir vorstellen könnte. Dass es bei dem Gitter nicht rauskommen kann. Das könnte sein. Ich guck erstmal gerade, wie viel mir das abzieht.
Eieieiei. Nicht schlecht. Doch, das ist schlecht. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich bin immer für die Bösen. Ah ja. Oh. Hat das überhaupt anvisiert? Was ist das für ein Geräusch? Was ist es? Weiß ich nicht. Haben wir wieder einen Fehler im System? Anscheinend, wir unterbrechen ja eben die Aufnahme. Das ist ja nicht zum Aushalten. Bis gleich. Hilfe! Ja, da sind wir wieder. Dieses grässliche Geräusch. Wir vermuten, es ist irgendwie ein Spielfehler etc. Keine Ahnung. Wo wir immer noch ein grässliches Geräusch jetzt haben. Ja, aber dieses Piepen war doch schon sehr hart. Boah. War nicht das erste Mal. Meine Ohren sind explodiert. Dreimal. Dreimal. Alle drei Ohren. Alle deine drei Ohren? Ja. Wenn wir jetzt versuchen, in der Folge wenigstens den Boss jetzt irgendwie hinzukriegen, das wäre schön. Das wäre schon schick. Ja. Kannst vielleicht schon mal einen Shotgun, ja. Das weiß ich doch, werter Kollege. Und heilen kannst du dich vielleicht auch. Das ist jetzt Quatsch, das wird überbewertet. Reload. Equip. Ja, sehr schön. Ja, wir mussten im Prinzip auch nur ganz neu laden, ne? Ja. Also. Ich muss das Ganze doch mal spielen hier, den ganzen Weg. Den ganzen Horror noch mal durchleben. Okay. Ja, fall mal runter. Mal. Wir fallen mal hier runter. Wir fallen runter? Wir fallen jetzt runter. Ja. Oh, welche Überraschung. Mensch. Was war das überhaupt auf der anderen Seite, was da lag? Tja. Schmetterling des Grauens. Okay. So, hast du das nicht gesehen? Seine Fühler, wie es flatterte. Butterfly of Doom. Ja. Okay. Wir probieren's. Oh, ja, der schießt irgendwas, ne? Ah, er kommt blutet. Oh, der ist es schon wieder. Wir versuchen es jetzt mal durchzuziehen einfach, oder? Scheinbar liegt's an dieser Stelle. Oh. Ich werde versuchen, dieses Geräusch wenigstens für euch wegzukriegen. Also wenn ihr gerade kein ätzendes Geräusch hört, habe ich es hingekriegt, weil ich so geil bin. Wenn nicht, dann... Oh, es wird immer lauter. Es wird lauter. Vielleicht ist das aber auch mit jedem Mal, wo ich treffe. Ja, aber echt, ne? Du hast getroffen und es wird immer lauter. Wurde es jetzt lauter? Ja, es wird immer lauter. Ich höre nichts mehr. Musst du dich vielleicht healen? Oder Schrotflinte nachladen? Zur Not drehe ich den Ton einfach ab im Spiel. Boah. Muss halt das Headset hier, die Kopfhörer rausnehmen. Also ich hoffe mal, dass... Es wird echt lauter, dass du es öfter so triffst. Mhm. Guck mal, was deine Gesundheit sagt. Du wurdest jetzt 3-4 Mal getroffen. Ach so, ja. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh, das geht ja sogar. Ich habe mal einen Kopfhörer rausgenommen. Wie viel Schuss haben wir denn überhaupt noch? Okay. 8 Schuss. Naja. Ist jetzt nicht so viel. Sonst hätten wir immer noch die Handfeuerwaffe. Ich nehme auch mal einen Stöpsel raus hier. Das tut ganz gut. Ich habe auch schon einen Stöpsel raus. Ja, ich weiß. Gut. Oh. Der hat auch einen Stöpsel raus. Vielleicht Boah, das ist geräuschätzend. Vielleicht solltest du doch auf die Handfeuerwaffe wechseln gerade mal. Wieso? Oh. Ja, weil du sowas machst. Ach. Wie lädt er denn aus? Das ist doch. Haben wir deswegen 150 Schuss bekommen? Da! Ja! Yeah. Er ist down. Er ist down. Und das Geräusch ist immer noch da. Ja. Wir sollten jetzt möglichst schnell irgendwo speichern. Er ist noch nicht down. Okay. Okay, das erklärt das natürlich. Irgendwie. Einen Schuss habe ich noch, aber. Und die Knarre. Ja. Und hier. Die vielleicht nochmal durchladen. Ja. Und ein Tonikum. Puh. Okay, dann kann die sind alle Tonikum abhängig. Ah. Doch, die Drogen. Ja, sag ich doch. Oh. Okay, wir waren doch schon fertig vielleicht. Was kommt jetzt? Oh, jetzt kommen zwei. War so ein Hydrawurm. Der ist geflohen. Ist super. Das? Okay, wir verlassen den Raum. Ja. Das Geräusch möchte aber nicht weggehen. Was ist denn das? Oh, ja, es ist weg. Okay. Oh, eine Wohltat. Oh. Was ist da? Was ist das? Weiß ich nicht. Flugsaurier. Aber nee, oder? Das sieht viel größer aus. Ich renne einfach mal und gucke auf die Karte. Ah. Ah, wir sind einfach ins Town Center gegangen. Ja, und jetzt haben wir doch gesagt. Wie schlau ich einfach bin. Krasser Parkplatz. Ja.
Ja. Aber wir sind aus der anderen Welt raus, ne? Ja, kann sein. War jetzt hier Gitterboden? Nee, doch nicht. Was? Wieso sind da Windräder? Die sind ja, ja voll. Irgendwie brauchen die auch Strom. Die sind ja voll auf Öko getrimmt. Also ich laufe einfach mal ins Nichts. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ja, nur weil Dämonen Menschen töten, heißt ja nicht, dass sie nicht auf die Natur achten, ne? Ach! Ich habe offen gestanden keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Ah. Aha. Okay. Zufällig also, gar nicht so falsch, glaube ich. Zufällig richtig. Also einfach immer geradeaus, ne? Ja, wir laufen einfach mal. Ja, aber wo wir hinlaufen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Das dürfte reichen. Okay. Dieser absolute epische Bosskampf sollte das Highlight der Folge gewesen sein. Okay. Ne? Nee, das Piepen war das Highlight der Folge. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Gut, dann ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ihr schaltet nächstes Mal wieder ein und bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.